Okay. Dann mache ich einen sehr kurzen Vortrag zu einem Vim-Plugin, das ich ja letztens mal gefunden habe und was ich gelegentlich sogar benutze. Warte mal. Ich hätte gerne mal ein bisschen Text. Guck mal hier so. Man kann sich ja in Vim relativ zügig bewegen, wenn man irgendwie mit Groß W und Groß B oder W und B oder nicht 5J oder so rumspringen, aber ganz oft hat man das Problem, man ist jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, hier oben und man möchte gerne so, keine Ahnung, dahin. So, man hat die Augen irgendwie in seinem Code schon gefunden, also man hat mit den Augen schon gefunden, wo man hin möchte, aber man kann jetzt irgendwie nicht so gut schätzen, so wie viele Zeilen sind das jetzt eigentlich, wie viele Wörter sind das jetzt eigentlich und es ist auch sonst irgendwie nichts Offensichtliches, was man machen könnte. Man kann natürlich nachsuchen, man kann irgendwie nach Command suchen, dann landet man, okay, jetzt ist das leider die Shell im Manpage, da sind ein paar Commands dazwischen. So, und es gibt ein Plugin, das macht dieses hier. Es macht jetzt unten Search for One Character, da gibt man in einen Character ein, der unter dem, also wo man quasi hin will. Und dann highlightet es einem alle Character auf dem ganzen Bildschirm, die dieser Character sind. Insbesondere, wenn man die Augen einfach da lässt, wo man sie gerade hatte, um da hinzuspringen, ist da jetzt auch ein Buchstabe gekommen. Den tippt man ein und dann landet man da. Und das ist eine ganz normale Motion, so wie alle anderen Motions, das heißt, man kann irgendwie... Na, wenn ich nicht gerade mein Dings kaputt gemacht hätte. C. Mhm. Was Schlechtes passiert. Genau, jetzt habe ich gerade hier Change von da bis zu dem nächsten gemacht, oder? Ja. Visual Mode wahrscheinlich auch, oder? Visual Mode sollte auch gehen. Ich guck mal gerade, aber ich denke schon. Ah, ich glaube, dass der... warte mal. Ja, Visual Mode geht auch. Also das kann eigentlich alles. Weshalb das gerade mich irgendwie verwirrt hatte, ist offenbar, also es gibt auch oft das Problem, man hat hier so mehrere Fenster und man ist jetzt hier noch mit dem oberen Fenster und hat jetzt aber irgendwie überlegt, dass man eigentlich das untere Fenster möchte, weil man da gerade irgendwie hin will. Und jetzt stellt sich heraus, dieser eine Jump-Command ist Cross-Window, der kann einfach überall hinspringen. Aber das ist keine Motion. Deshalb war ich gerade so mehrfach verhakt, weil ich versucht habe, diesen Global Jump zu machen. Und da Vim keine Cross-Window-Motion hat, weil es nicht so viel Sinn macht. Das sind unterschiedliche Kommandos am Anfang. Ja, genau. Also nicht der, also der Jump. Ich kann hier irgendwie Alt-F habe ich gebindet. Dann ist quasi innerhalb des Buffers. Und das andere ist irgendwie Alt-Minus oder so, was ich gebindet habe. Dann macht das halt Global. Auf dem ganzen Bildschirm. Aber auf dem ganzen Bildschirm macht halt als Motion keinen Sinn, weil ich kann nicht den Text ändern zwischen der einen Datei und der anderen Datei. So, den Bereich dazwischen macht halt keinen Sinn. Drecke. Regel Dollar. Groß Z, Groß Q. Das sind ganz viele. Ja, keine Ahnung. Braucht man nicht einen... Für Doppelpunkte. Ja, man kann eigentlich Vim-Plugins richtig benutzen, aber ich habe mich damit nie beschäftigt. Genau, EasyMotion hat unglaublich viele Motion-Befehle eigentlich. Also F und Groß-F ist quasi das gleiche wie das normale F und Groß-F, bloß halt mit diesem Highlighting und halt nicht nur quasi bis zum nächsten entsprechenden Charakter, sondern bis zu dem, den man angibt. Und der Global Search ist hier over WinF. Aha, der Emacs-Spezialist hat herausgefunden, Emacs hat dasselbe Feature? Nein, Jumia Emacs hat es per Default schon aktiviert und auf GS gebindet. Sehr gut. So. SpaceMax auch. SpaceMax auch. Ist das das gleiche EasyMotion oder was? Ist, oder es ist halt? Evil EasyMotion. Who would have thought? Who would have thought? Emacs VI Layer. Ja, das, genau. Okay. Ja, sehr gut. Doom Emacs benutzt auch Evil. Doom Emacs benutzt auch Evil. Also ja, es gibt ein Evil Module. Es gibt kein Layer, es ist ein Module, es ist das anders. Genau. Doom Emacs hat nichts mit unserem Doom zu tun, oder doch? Nein. Okay, gut, man weiß es ja nie. Same but different, Sie wissen schon. Ja, das war alles zu Easy Motion, weil es ist eins von diesen Dingen, wenn man sie nicht weiß, dass es sie gibt, findet man sie nicht. Wenn man sie weiß, dass es sie gibt, kann man sie benutzen. In Emacs offenbar auch. Doch, in Sinn.